Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Vault 123. Und wie man sieht, wir sind schon einige Zeit nicht mehr hier gewesen. Einiges ist jetzt fertig und wir müssen uns erstmal neu orientieren. Die letzte Aufnahme war dann am 29.07. Das ist jetzt schon einige Monate her. Und da können wir jetzt mal sehen, was sich getan hat mittlerweile. Es gab ja einen neuen Patch jetzt, den Patch 1.9. Damit wurden neue Quests reingebracht in die ganze Geschichte. Wir sollen jetzt angeblich eine Höhle erkundigen können. Und da sind wir doch mal gespannt. Also, wir haben ordentlich Kronkorken bekommen in den letzten 7 Tagen. Das müssten aber mehr als 7 Tage gewesen sein. Was, was, was? Wir können das alles einsammeln hier oder wie? Habe ich das noch nie gemerkt? Warum merke ich das erst jetzt? Das Geld für alle Tage abholen, aber natürlich doch. Ja, das ist doch schön. Eine Waltec Lunchbox haben wir auch bekommen. Was bedeutet das B hier? Ich weiß es nicht. Und was bedeutet dieser Smiley hier? Ich kann es mir schon denken, unseren Südlern geht's gut. Unsere Ziele, haben wir neue Ziele? Also, stelle 6 Waffen her. Eine haben wir schon. Nach so langer Zeit, eine haben wir schon. Wie schön, rüste 30 Bewohner mit einer Waffe aus. Das haben wir doch gemacht. Dafür haben wir diese Waltec-Lunchbox in der letzten Folge bekommen. Die wollten wir uns vielleicht in dieser Folge anschauen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Sammle 240 Energie in unter einer Minute. Ja, das, wie sollen wir denn das bitte schön schaffen? Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Hier steht abholen. Wir können ein Haustier abholen. Okay, finde 5 Freunde im Ödland. Nichts leichter als das. Wieso 880? Ach so, wir bekommen eine Belohnung dafür. Wie schön. Okay, wir werden uns also auf die Waffen erstmal konzentrieren, damit das schon mal vorangeht. Und rüste Bewohner mit einer Waffe aus, haben wir auch gemacht. Was sagt denn die Lunchbox? Ach so, neue Aufgabe. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, jetzt nach fast 3 Monaten. Rüste also 4 Monate, nein, 4 Bewohner mit Scharfschützengewehr aus. Mit einem Scharfschützengewehr ausrüsten. Aha. Ja, dann wissen wir doch, was für Waffen wir herstellen. Scharfschützengewehre. Wie wär's denn damit? Was ist hier? Red Kakerlakenbefall, Igitt! Und niemand ist da, um sich darum zu kümmern. Moment, was haben wir denn hier? Volt, Volt, Volt. Timothy Taylor. Timothy Taylor stößt zu uns scheinbar. Ja, nehmen wir ihn auf. Natürlich, wir sind nett. Wir lassen ihn rein. Der kommt nie wieder raus. Das soll er mal sehen. Was ist denn mit der... Ach so, das geht nicht. Ich lande hier immer auf dem anderen Desktop. Ist das normal? Konnte man nicht... Naja, okay. Dann machen wir das jetzt so. Ah, rauszoomen klappt noch. Okay, immer rein in die gute Stube. Und wir hauen ihn mal hier rein. Er hat SSS, stand nochmal fürs Trench, für Stärke. Ja, ich denke, das dauert so 1, 2 Minuten, bis wir hier wieder so ein bisschen den Dreh raus haben, sag ich mal. Ha! Die Waffe ist fertig. Und alle Bewohner sind glücklich und zufrieden. Das ist doch mal schön. Hier ist ein Stufenaufstieg. Yippie! Niedlich. Und all unsere fleißigen Fitness-Leute sind auch fertig. Ja, derweil habe ich in den Kommentaren gelesen, natürlich, Philipp, du wolltest gerne mit in den Vault einsteigen und natürlich machen wir das sehr, sehr gerne. Die Idee finde ich auch gar nicht so schlecht, allerdings wirst du hier ziemlich einsam sein. Du wolltest an der Vault-Tür positioniert werden. Also das nächste Kind, das geboren wird, soll dann deinen Namen erhalten. Philipp, unser Vault-Take-Aufseher dann, quasi an der Tür.
Ja, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen in die ganze Materie hier. Die Red-Kakerlaken haben sich selber jetzt durchgebuddelt. Wo war denn der kleine Raum überhaupt mit den Red-Kakerlaken? Ach, ich glaube, wenn wir... ja, mit dem Geld müssen wir auch erstmal haushalten und klarkommen, wie das wieder so aussieht alles. Oh, Mama Mia. Nach so langer Zeit kann man schon mal ein bisschen was vergessen. Und zwar zum Beispiel schauen wir uns mal unsere Bewohner an. Adam West, Bruce. Wir haben also einen neuen... Wer ist das? Arthur Wilson? Warum hat der sowas Komisches an? Wo kommt der denn her? Also Arthur Wilson erinnere ich mich gerade noch dran. Aber was hatten wir hier eigentlich an? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass wir einen verbesserten Strahlenschutzanzug hatten. Schön. Ja, dann... Ja, okay. Ich bin... Ja, ich bin einverstanden damit. Super. Sehr schön. Hier ist aber... Ich dachte, wir hätten schon viel mehr gebaut. Hier ist ja noch alles frei. Oh mein Gott. Und wir müssen, glaube ich, hier ohne Ende abreißen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Viel werden wir abreißen müssen. Ja, das ist, glaube ich, gut hier mit dem Aufzug nach unten. Und nee, das ist auch nicht gut. Ja, was machen wir denn da? Wir werden ab dieser Etage hier werden wir besser bauen, glaube ich, ab dieser hier. Oh mein Gott, jetzt erinnere ich mich. Wir hatten doch hier die Idee, ganz viele Baracken und so etwas zu bauen, damit wir auch schön viele Einwohner bekommen. 35 Einwohner haben wir erst. Ach, ich dachte, das wären schon 200. Passen hier überhaupt 200 rein? Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir doch mal nochmal nach unseren Einwohnern. Wie geht's denn allen? Erkundet. Bruce Johnson ist immer noch unter... Oh nein, er ist tot. Bruce Johnson ist gestorben. Er hat kein Stimpack, er hat... Bruce Johnson ist tot. Der Hund lebt aber noch, oder? Reanimieren. Ha, da lebt er wieder. Sofort zurückkommen. Hoffentlich schafft er das noch ohne Stimpacks. Eieieiei. Was hat er denn alles erlebt? Oh, der hat viel erlebt. Der hat viel erlebt. Aber das stehen jetzt nur die letzten 2 Stunden, oder was? Wir gucken mal. Kronkorken hat er gefunden. Dann hat er sehr viele Erfahrungspunkte erhalten. Ach, wenn es ihm nur besser gehen würde. Er hat keine Stimpacks. Wir müssen demnächst mehr Stimpacks mitnehmen. Aber ich glaube, er war schon voll mit Stimpacks. Er hat Feuerameisenkrieger gefunden. Und der Feuerameisenkrieger kommt näher und ist bereit zum Angriff. Ich konnte den Feuerameisenkrieger gerade eben noch töten. Okay, er hat sehr viele Punkte also erhalten. Das ist aber viel, was er da erlebt hat. Ja, nach 3 Monaten im Ödland, fast 4. Meierlook, Jäger, Todeskralle. Ja, der hat richtig was erlebt. Och, immer nur Kleinbeträge an Kronkorken. Hier 2, dort 2. Er hätte mehr Glück gebraucht. Er ist auf Stufe 41 also. Und ja, wie man sieht, er hat scheinbar sehr, sehr viele Sachen gefunden. Okay, schließen wir das einmal und gucken mal. Oh, hoppla. Wie das hier mit unseren Waffen aussieht. Wir sollten ein paar Waffen herstellen. Wo ist denn unsere Waffenkammer? Nein, zerstören wollen wir jetzt noch nichts. Wir können ja hier oben noch genug bauen, erstmal gleich. Und die Waffenkammer hatten wir doch auch irgendwo gerade noch gesehen. Hier ist ein Labor. Klinik schon, okay. Ach, das passt mir jetzt alles gar nicht, wie wir das hier gebaut haben. Also das scheint hier gut zu sein, diese Dreierräume hier. Dann sollten wir hier einen Aufzug nach unten hinbauen und ich sehe schon, wir werden von unten alles abreißen müssen. Wir werden diese ganzen Räume, die ganzen Aufzüge, alles abreißen müssen und dann weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen, weil die ja miteinander verbunden sind. Und ach, das wird ein Drama. Da brauchen wir aber viele Kronkorken dafür, um die Räume, wie viel kosten denn die Räume überhaupt? Was haben wir denn hier Schönes? Wir können was Neues bauen. Ach, so ein Aufzug kostet ja schon 850. Das ist ja frech. Das ist ja unverschämt. Raum entriegeln, der Fitnessraum. Wie schön. Ha, Bewohner, hier zuweisen, um ihre Ausdauer zu verbessern. Ausdauer, Endurance. Ja, Endurance. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir wollen doch die Lounge haben, genau. Oh mein Gott, das wird alles anders.
So ist das, liebe Welt da draußen. Wenn man längere Zeit nicht dabei war, dann muss man halt nochmal neu gucken, wie man das macht. Also da wird Ausdauer hergestellt. Na gut, schauen wir nach den Waffen. Wir brauchen... Oh, Essen. Ach, hier sind die Waffen vielleicht. Waffenwerkstatt. Das ist gut. Sean ist da und er darf herstellen. Was dürfen wir denn da? Ach so, 45 Bewohner erforderlich, um das nochmal zu beschleunigen hier. Zerstören können wir es auch. Mhm. Okay, Scharfschützen-Sachen. Impro-Gewehr, Jagdflinte, Luftgewehr, Repetierer, rostig, rostig, rostig. Laserpistole, Luftgewehr. Wo sind denn die guten Scharfschützengewehre? Haben wir das noch gar nicht? Kann das sein? Wir haben kein Scharfschützengewehr. Oh, das habe ich aber gehört jetzt. Wo ist er? Wo hockt er? Der mysteriöse Fremde, wo ist er? Kann mal jemand die Uhrzeit stoppen, wie lange der wohl da ist? Ja, der Vault ist viel zu groß, man muss klein anfangen. Da findet man den mysteriösen Fremden jetzt nicht. Der kann ja überall sich versteckt haben, in irgendeiner Ecke. Ja, die Freude wird groß, wenn man ihn mal irgendwo stehen sieht. Oh. Ja, der wird gleich weg sein. Oder das war schon der Jingle, der angezeigt hat, dass das schon weg ist. Ja, ich sehe ihn nicht. Ah, der wird weg sein. Ja, ich vermute, der ist weg. Ja gut, dann schauen wir uns doch mal an, was wir Schönes hier bekommen haben in unserer Lunchbox. Hier freischalten. Eine 32mm Pistole, sehr schön. Kronenkorken mal 500, wie? Ach so, die Kronenkorken, die wir haben, mal 500, das hört sich gut an. Redaway einmal. Und Brahmin-Leder, ich habe keinen Schimmer, wofür wir das brauchen, aber gut. Und nochmal Kronenkorken mal 500. Wo sind unsere Kronenkorken? Na. Eine zweite Launchbox, ob wir die auch aufmachen? Ja, klar. Was wir haben, das haben wir, oder? Überraschung, kein Mikroskop. Oh, wir brauchen, glaube ich, Lagerräume. Und Kronkorken. Nochmal, mal 100. Achso, 100 Kronkorken hinzu, wahrscheinlich. Was haben wir? Eine rostige 10mm Pistole. Oh, ja. Und Überraschung. Nuka-Cola Quantum, 5-mal, wie schön. Die letzte Karte lassen, nein, die müssen wir auch aufdecken. Was kommt hier zum Vorschein? Frank Lewis, ein Bewohner mit Agility, Beweglichkeit, hoher Beweglichkeit. Okay, dann schauen wir uns noch das Haustier an. Was haben wir da Schönes bekommen? Einen Dackel, nein, das ist kein Dackel, das ist ein Pudel. Und der Pudel verbessert die Moral um 33%. Außerdem kann er gut kämpfen, glaube ich. Ja, wie schön. Oh, Shop brauchen wir nicht. Was ist denn hier plus 1? Ach so. Müssen wir den Pudel jetzt irgendwo zuweisen, oder? Ja, gut, dass wir Bruce Johnson nochmal irgendwie wiederbeleben konnten. Hoffentlich schafft er das zurück, ohne Stimpaks. Ach, da ist er. Wer ist das? Ha, Frank Lewis. Okay. Rein mit dir in die gute Stube. Wo packen wir ihn denn hin? Wo brauchen wir denn überhaupt jemanden? Da, der mysteriöse Fremde ist wieder irgendwo. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ist das zu klein? Sieht man das überhaupt? Nein, also mit dem mysteriösen Fremden ist das schwierig jetzt bei der Größe. Müssen wir ein bisschen verkleinern mal.
Nein, 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 ich kann ihn nicht entdecken. Oh, was ist hier? Maulwurfsrattenangriff? Sie ist ja ganz alleine da. Helft ihr! Oben rennen schon die Ratten rum. Oh. Na, das ging noch gut. Geht ihr alle wieder zurück an euren Arbeitsplatz, ja? Das ist brav. Das ist gut. Oh, den einen haben wir sogar zu weit weggeschickt. Ja, wenn ich so die Uhr betrachte, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Wir werden also in der nächsten Folge... Ja, komm, eins müssen wir aber noch machen. Wir müssen noch eine Waffe herstellen oder zwei. Ha, mein Leben ist einfach toll, findet er. Ja, herstellen und... Tja, wenn wir kein Scharfschützengewehr, was ist das denn hier? Das sind neue Icons hier drin. Kein Scharfschützengewehr, dann nehmen wir aber das Beste. Waffen kosten Zeit. Ja, schauen wir mal, was das Beste ist. Ich habe das 7 gerade gesehen. Ich meine, wir haben ja hier auch nochmal die rostige Laserpistole für 7. Oder schwere Impro-Pistole aus 7... Wert 7 hier. Ja, das ist wohl das Beste. Ja, dann nehmen wir das mit Zielvorrichtung einmal. Dann soll er das herstellen. 15 Stunden, was jetzt ehrlich? Nein, eine Stunde. Okay. Ja, das müsste ja gerade noch machbar sein. Ja, wir brauchen viel mehr Kronkorken. Also ich sag mal, wenn wir sowas um die ja, 80.000, 800.000, da kommen wir nie hin. Wenn wir so viel haben, fangen wir an, unten alles abzureißen und das anders aufzubauen, denn so gefällt mir das alles nicht. Und es ist auch nicht so, vom Platz her werden wir hier nicht so gut hinkommen, denn diese Dreierräume, die bringen, glaube ich, doch schon mehr. Und wenn wir, ja, das ist ja ganz gut hier auf dieser Seite, dass wir da diese Dreierräume haben. Und wenn wir hier weiter runterbauen, wir könnten doch bestimmt hier neben noch einen Dreierraum bauen. Hier hin. So zwei. Das wäre bis hierhin drei. Ist schwer zu sagen jetzt. Müssten wir mal ausprobieren. Nun gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.